So, YouTube, hallo und herzlich willkommen zu Work and Resources. Ein neuer Tag, ein neues Glück steht an. Wir sind dabei, unsere wunderschöne Stadt zu optimieren, die Industrien aufzubessern und dafür fehlt uns was? Genau die Bauindustrie und die werden wir heute auf jeden Fall planen und weiterbauen. Ich weiß nicht, ob wir es in einer Folge schaffen oder wir zwei, drei brauchen. Das werden wir mal sehen, weil es ist komplizierter als gedacht. Die Busse fahren und. Hier hinten werden noch die letzten Schienen gebaut. Das funktioniert aber sehr gut mit den Bauzügen. Die haben eine sehr gute Intelligenz. Die staffeln sich hier teilweise zu dritt. Und du bist immer noch nicht fertig. Lass mich raten. Ohne den würde eh nichts gehen. Und hier fehlen auch Anschlüsse. Ah, stimmt. Ich musste die Straße hier wegreißen. Weil ich sonst den Zug nicht bauen konnte. Stimmt. Ich erinnere mich. Abriss stoppen. So, bis zum A der Umschalttaste dürfen wir... Ah, shit. Bis zum A der Umschalttaste wollte ich sagen. Nochmal. Sobald wir bauen, kommt da was anderes hin. Wir dürfen bis zum Ende Scrollrad. Ah, so vielleicht. Das wäre halt hier. Ah, wäre zu viel sogar. Wir könnten auch mit dem Ding arbeiten mal. Wäre vielleicht genauso effizient, nicht wahr? Wir können sogar noch, könnten noch sagen, das hier gebogen oder so. Aber das reicht ja schon mal. Die laufen unterirdisch hin, aber die Dinger nicht mehr, weil wir das hier am Bauen waren. Deswegen haben die keinen Anschluss bekommen, ich erinnere mich. Ist schon eine Weile her. Gut, ist für die Feuerwehr und zum Bauen, echt, der Rest ist nicht relevant. Aber hier musste doch irgendwo ein Müllplatz hin. Der sollte doch genau dahin, nicht? Und das ging dann nicht, weil wir den Müll... ja, den Zug hier hin haben wollten. Und wenn wir das jetzt bauen wollen, dann ist er mehr als 120 Meter weg. Ungünstig. Im besten Fall. Ungünstig. Es wäre genau an der Stelle gewesen. Oder halt hier. Aber selbst das wäre zu viel. Es müsste genau da, wo die Schiene ist, rangehen. Ja. Ich weiß nicht, wie wir das hier mit dem Müllplatz handhaben wollen. Ob wir hier einen extra machen. Oder halt nur so einen kleinen. Egal, erstmal kriegen die wieder... eine Straße, falls es brennt, dann fackeln die uns nicht ab. Hier hinten, wir sehen die Bauzüge. Der muss jetzt natürlich warten, aber grundsätzlich haben die das unter Kontrolle. Das wird jetzt gebaut. Das hat keinen Anschluss. Das braucht noch einen Anschluss. Den soll es kriegen. Es ist halt schade, dass die nicht so verbunden sein können. Hätte ich das gewusst, hätte ich die zum Beispiel lieber nebeneinander gesetzt, als so hier. Aber man kann ja nicht alles vorher wissen. Oh, und hier wird's interessant, wie wir hier rübergehen mit. Okay, ich würde sagen, dass die Stahlindustrie, die war erstmal in sich schlüssig. Und dann wollten wir die Betonindustrie. Da brauchen wir an sich nicht viel.
Wir brauchen das Zementwerk, haben wir. Wir brauchen das Betonwerk, zweimal am besten. Und die Fabrik für Plattenbauteile. Die am besten auch zweimal. Wobei, die können wir ja lagern. Stimmt. Von der brauche ich nur eine. Von der hatte ich nämlich auch zwei geplant und die ist nämlich größer. Und die braucht nur... Die braucht auch Zement und Kies. Genau wie Beton braucht auch Zement und Kies. Ja. So, der Kies kommt von hier, hier drüber, hier an. Und du brauchtest die Kohle, die kommt von hier auch irgendwo an. Der untere ist Kohle, der obere ist Kies. Okay. Hier hinten haben wir ja auch noch Platz. Die Arbeiter müssten aber alle hier auf die Seite. Das wäre schon praktisch. Oder zumindest hier in die Nähe. Was bist du? Du bist die Eisenmine noch. Okay. Da ist also die Eisenmine. Asphalt würde ich noch mal ein bisschen schieben. Da brauchen wir Kies und Bitumen. Da müssen wir eh noch mal gucken, wie wir das machen, weil das Bitumen ist ganz woanders. Vielleicht doch mit dem Zug den Kies rüberbringen lassen. Ziegel haben wir schon. Das heißt, es fehlen wirklich nur Betonwerk und Fabrik für Plattenbauteile. Das ist nicht viel. Und wir brauchen ein Lager. Hier. Okay, ich baue mir mal das hier kurz hier hin. Und das hier, damit ich einfach weiß, wie groß die sind. Und das war beim Müll nämlich ganz praktisch. Hier, wir brauchen ein Freilager. Und beim Beton können wir nichts lagern, nicht? Da brauche ich nicht mal ein Lager, aber wir brauchen für den Zement nochmal das Lager. Und dann könnten wir entweder das hier nehmen. Und das hier hat sich eigentlich nicht so gut gemacht. Ich weiß auch nicht, warum da überhaupt ein Dingsausgang ist. Für Müll? Aber der produziert ja keinen Müll. Aber Aluminiumoxid wahrscheinlich darüber raus kann oder so. Der hätte sogar einen Schienenanschluss, aber das brauchen wir gar nicht. Nee, das sehe ich nicht. Okay. Hier könnten wir auch Zement lagern. Das wären aber dann nur 1150 Tonnen. Das ist ein bisschen wenig. Ich wüsste zum Beispiel nicht, was hier weiter ran soll. Oh, und der braucht ja auch seinen Anschluss. Der braucht nämlich, glaube ich, auch Kohle. Die Kohle könnte vielleicht hier rüber ran. Die muss ja eh nach hier. Vielleicht den Kies. Dann muss der Kies hier über die Kohle. Das geht nicht. Wir müssen eh mal gucken, wie die übereinander hinwegkommen. Genau. Aber ich sag mal so, wir brauchen das Lager. Wir setzen das Lager, dann das hier. Und das hier. Das sind nochmal die drei und die beiden einfach mit dran. Hier haben wir geplant, dass die Kohle rankommt. Und was brauchte nochmal unser wunderschönes Zementwerk? Die braucht nämlich auch Kohle. Okay. Ich habe echt schwer vorstellen. Also, die Kohle geht hierhin, geht hier ran. Alles gut. Und guten Abend, Lightro. Willkommen, willkommen. Willkommen, willkommen. Okay, das geht. Das ist schon mal gut. Das ist ein guter Start. Da würden wir auch noch rankommen, theoretisch. Und jetzt so. Kommen wir hier rüber, ist die Frage.
Wir würden hier nicht über die Straße kommen. Ha. Du bist noch im Büro. Ach du Scheiße. Um 18 Uhr. Ich glaube, wenn wir hier weniger Platz lassen, haben wir eher Glück, rüberzukommen, oder? Eventuell kommen wir hier nicht rüber. Könnten hier seitlich rum. Und dann könnten wir auch direkt hier ran. Gleich Feierabend. Ah, hoffentlich. Wir könnten... Oh ja, wir müssen das so machen. Hier, wo der Kies runtergeht, muss die Kohle rum. Weil die Kohle ist ja innen. Das verschiebt sich hier immer, kann das sein? Aber hier kommen wir da nicht rüber. Weil da die Stellfüße immer im Weg werden. Das heißt, wir brauchen einen anderen Abstand hier. Ah, das ist halt so Pain, das hier irgendwie hinzukriegen. Das hier kann auf jeden Fall weiter nach hinten. Das ist schon mal gut. Da ist er. Oh, der ist wieder genau in der Mitte. Können wir gucken. Aber ich glaube nicht. Ja, das klappt so nicht. Ungünstig. Bin ich der einzige Viewer aktuell? Weiß ich nicht. Kann ich dir mal nicht sagen. Musst du selber gucken. Ich mach das nicht mehr an. Und ich weiß nicht, wer auf welchen Plattformen wie zuguckt. Es ist doch aber auch egal. So, aber ich bin froh, dass du da bist. Das ist doch vielleicht die bessere Aussage oder Frage, die interessieren sollte. Und da ist die Antwort auf jeden Fall ja. Können wir ein bisschen dichter? Ah, jetzt geht's wieder nicht. Ah, okay, das geht nur. Erst der und dann der andere. Wäre halt cool, wenn... Warte mal, wir müssen ja da ja eh seitlich ran. Wir bräuchten also auch dort einen Verteiler. So also. Wenn wir jetzt noch rüberkommen... Ja. Okay. Dann haben wir da nämlich den Zugang für Kohle und Kies in dem Zementwerk. Eigentlich auch schon krass, nicht? Das Ding verbraucht Kies. Das Ding verbraucht Kies. Das Ding verbraucht Kies. Aber eigentlich verbrauchen die Zement, der aus Kies besteht. Und das wird auf jeden Fall spannend, ob das Kieswerk da hinten ausreicht. Das könnte nämlich ein Thema werden. Eventuell müsste das Gefängnis verlegt werden. Dann könnte hier noch ein Kieswerk hin. Und von hier die zweite, die wir nie gebaut haben, hier rüber das liefern. Und hier könnten wir seitlich in das Ding rein. Wenn mehr Kies benötigt würde, wäre das eine Option. Das Gefängnis ist eh zu klein, das kleine. Wir müssen da eh nachdenken, ob wir nicht ein großes E brauchen. Streamst du bei YouTube? Auf jeden Fall. Vertikal, horizontal und natürlich Twitch. Ich habe auch mal bei Kick und Trovo gestreamt, aber Trovo, da muss man so viel einstellen, bis man streamen kann. Bei YouTube eigentlich auch. Okay, da hatten wir den Müll.
da müssen wir auch mit der Kohle ran. Das heißt irgendwie... Irgendwie so. Dann würde hier die Kohle ankommen, die Kohle würde nach hier gehen. Brauch von den anderen Industrien einer Kohle. Brauchst du Kohle? Nein. Brauchst du Kohle? Nein. Brauchst du Kohle? Nein. Und du hast Kohle. Das heißt, die beiden brauchen gar keine Kohle. Das heißt, die Kohle wäre egal. Das heißt, ich müsste hier gar nicht rübergehen. Oh, ich sehe das Problem. Wir müssten das umdrehen. Also die Kohle kommt von innen, der Kies von außen. Und hier haben wir das Problem. Da kommen wir nicht rüber mit dem Kies. Hier brauchen wir keinen Kies auf der Seite, aber die Kohle. Das heißt, wir müssen das ändern. Aber wenn wir hier den... Hier die Kohle ankommen lassen, müssen wir trotzdem irgendwo tauschen. Und wir haben nur hier die Möglichkeit zu tauschen. Das heißt, wie tausche ich das? Wenn außen Kies ankommt, wie komme ich unter den durch? Wahrscheinlich brauche ich... Oh, ich weiß wie. Die Dinger, weil die fangen unten an. Ne, die fangen oben an. Es gab doch mal vom Spiel aus welche, die immer unten angefangen haben. Gibt's die nicht mehr? Die vom Spiel fangen auch inzwischen oben an. Ah, die hätte ich mir mal angucken sollen. Funktionieren ja richtig gut. Ja, aber das ist auch neu. Normalerweise haben die immer ganz unten auf dem Boden angefangen. Okay, das ist geändert worden. Das ist einerseits gut, aber andererseits natürlich jetzt schlecht, weil genau jetzt bräuchte ich welche, die unten anfangen. Und nicht oben. Ha. Gibt's ein Crossing hier? Eine Unterführung? Nee. Oh, das ist natürlich jetzt assy-passy. Also selbst wenn ich schaffe, hier Kohle ankommen zu lassen, muss ich irgendwie nach unten gehen. Aber wenn es keinen gibt, wo ich unten ankommen kann, wie kann ich denn nach unten? Die hier fangen unten an. Ah. Die auch. Doch, da, die fangen unten an. Dann brauchen wir nämlich so einen hier. Ja, die Spieldinger nerven nur, weil die Dings brauchen, eine Straße. Okay, aber warte, dann können wir das hier nochmal anders machen, weil das brauchen wir so in der Form ja nicht. Wir können hier auf jeden Fall erstmal ankommen mit dem. Das wäre jetzt Kohle. So, die Kohle muss auch nach hier. Hier kommt aber Kies an. Mit der Straße wird doof. Ja, wir brauchen die Dinger hier. Okay, aber nochmal. Also, hier kommt Kohle an. Hier kommt... Kies an. Das würde gehen. Jetzt müssen wir mit einem aber hier unten anfangen. Weil wir sonst nicht rüberkommen würden. Ich glaube, jetzt haben wir es. Und das jetzt sich noch verbindet, tut's nicht. Shit. Okay. Also es ist eine Knobelaufgabe, nicht wahr? Wenn wir noch weiter nach hinten gehen.
Vielleicht zur Seite mehr. Kommen wir trotzdem nicht rüber. Doch, jetzt kommen wir rüber. Sehr gut. Ja, guck, das geht doch. Das heißt, hier können wir mit der Kohle jetzt ankommen. Hier können wir mit dem Kies ankommen. Mit dem Kies können wir hier unten weitergehen. Für die anderen Industrien. Dann können wir auch mal ein bisschen dichter rangehen. So, ich setze mal so Proforma-Türme. Damit ich einfach ein Gefühl dafür kriege. Okay, das würde auch nicht gehen, warum auch immer. Egal. Ist ja nur, damit wir uns den Platz lassen. Und wäre cool, wenn wir den Platz hier nutzen würden. Hier könnte das Lager hin. Bist du momentan bei Live-YouTube? Immer. Es gibt keinen Twitch-Stream ohne YouTube. Immer, immer, immer. YouTube ist eigentlich wichtiger. Weil, wie gesagt, auf Twitch guckt keiner heutzutage mehr zu, aber YouTube ist die Plattform für Wachstum und alle Dinge. Das Einzige, was bei Twitch irgendwie besser ist, sind so die ganzen Streamer-Feature. Das ist so eigentlich das Einzige, was einen wirklich da hält, weil sie schon coole Funktionalität haben. Oh, ich habe keine Ahnung, wie ich... Ich würde gerne das jetzt echt schieben. Ich glaube, wir müssen tausendmal umbauen jetzt. Ich klone mir das jetzt. So, die Fabrik könnten wir theoretisch irgendwie hier zwischenquetschen. Aber das wäre schon sehr eng. Ich glaube, die brauchen ein bisschen mehr Platz und die Betonsachen können hier hin. Ja, ich glaube, ich habe eine Idee, wie wir es machen. So, der Eingang muss ja hier zu den Bahnhöfen vielleicht. Das wäre gar nicht so verkehrt. Und dann kriegen die das Freilager hier hin. Hier sind E-Schienen. Da und da. Eigentlich wäre es gut... Ich weiß nicht, wie viel zuschauen. Ich gucke nicht nach. Musst du selber gucken. Das sind Zahlen, die einen nicht interessieren. Zahlen sind Schall und Rauch. Wichtiger ist, dass wir das hier hinkriegen. Hier kommt ja noch eine Straße hin. Wenn ich das hier setze... Dann können wir hier mit an die Schienen ran, aber dann haben wir keine andere Möglichkeit. Die Schienen sollen nach da weggehen. Weil wenn ich in die Richtung, dann könnte ich es nur so machen. Das wäre eine Möglichkeit, dass wir es so abgehen lassen. Dann müssen wir nur aufpassen, dass die Schienen hier, und das ist nicht gerade zueinander, kann das sein, dass die Schienen später... hier drüber gehen. Okay, nochmal. Und sauber drehen. Ich glaube, jetzt haben wir es. Okay. So. Perfekt. 100% zueinander richtig ausdrehen kann man es gar nicht. Das heißt, das brauchen wir nicht mehr. Und das brauchen wir nicht mehr. So, die brauchen aber einen Anschluss vom Kies.
Wo ist der? Wahrscheinlich ist der jetzt genau an der dummen Stelle. Nein, der ist hier vorne. Gar nicht so verkehrt. Ich setze es erstmal hier hin, damit ich einfach grob weiß, wo wir lang gehen können. Und die beiden, die sind ja dann, sag ich mal, standalone. Und ihr würdet dann den Keys zum Beispiel von, ja, hier, oder machen wir wegen, wenn ich so mache, ist doof. Ja, die sind doof. Ich meine, eine könnten wir so setzen. Oder halt lieber so. Das wird halt mit den Straßen und den, dass es zwei Förder sind, halt super nervig. Ich könnte den Kies hier nach vorne laufen lassen. Dann könnte ich die so rumstellen. Es würde aber immer noch nicht das Problem mit Straße und Dings lösen. Der Kies muss eh auf die Seite. Ob ich den jetzt so laufen lasse... Ja, ich glaube, das ist für mich einfacher, wenn ich das im Kopf auf die andere Seite bringe. Das heißt, da kommt Kies hin. Hier kommt Kies hin. Aber das muss natürlich erreichbar sein. Ja, dass das hier so schmal ist, ist ein bisschen schade. Denn da ist eine Straße, da können wir rangehen. Vielleicht machen wir es so. So ist gut, oder? Dann kann ich dazwischen einen Turm setzen. Dann könnten wir mit einem Ding da rangehen. Und dann von der Seite von dem Lager hier zweimal ran. Dann hätten wir nur das Problem mit den Straßen. Okay, das muss ich nochmal gerade setzen. Wir haben hier oben eine Straße. Die könnten wir auch weiterziehen. Das Problem ist, die sind beide anders zueinander ausgerichtet. Vielleicht eine Kurve oder sowas hier mal reinmachen. Und dass wir hier zur Autobahn später gehen. Mit einer Autobahnauffahrt. Da wissen wir noch nicht genau mit den Schienen. Und deswegen habe ich das weggelassen. Und wegen der Feuerwehr brauchen die unbedingt auch einen Anschluss. Ich klone das mal, weil das gefällt mir, wie es ist. Es steht nur scheiße. Und das steht scheiße, weil die Straße hier nicht gerade ist. Das ist das Problem. Was ist denn mit der Straße los? Hier hat wieder doofe Andingspunkte. So ist doch besser. Es war nicht ganz parallel, nicht weil das ein bisschen anders geknickt ist und gedreht ist, aber besser als vorher. Und ich glaube auch, die sind nicht gerade zueinander, okay. Machen wir es lieber so. Jetzt ist der schon wieder schräg. Weil die anders... okay. Ein Tod muss ich sterben, nicht? Entweder ist es parallel zu dem oder zu dem. Beides kriege ich nicht hin.
Könnte das natürlich auch so machen. Dann könnte ich später noch ein drittes hier hinsetzen. Aber wenn ich das so setze. Ne, wir müssen schon auf die Höhe. Okay, wartet nochmal. Hier muss echt jetzt der Platz gut genutzt werden. Ich könnte den auch nach oben machen, aber dann müssen die auch länger fahren. Das ist auch blöd. Der eine, der könnte direkt hier ran. So. Aber dann komme ich nicht mehr links daran. Am besten wäre eigentlich wirklich so und so. Oder halt so. Wenn ich die über ein Ding versorgen könnte, wäre das schon echt geil. Aber dass der Eingang hinten ist, hilft mir halt nicht, nicht? Die Straße und der Dings sind halt das Blöde an der Sache. Wenn ich den so baue, komme ich nicht mehr ran mit was anderem. Das heißt, ich muss ihn so weit schieben, um da reinzukommen mit Schüttgut, dass er im Weg stehen würde wieder. Das würde wieder den Vorteil zunichte machen. Ich glaube, wir machen jetzt einfach erstmal zwei Betonwerke, so wie wir denken, und zwar auf die Höhe von dem. Weil irgendwo müssen wir ja mal anfangen. Oh, 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 zu eng. Ich hoffe, wir kommen dann mit der Straße vorbei. Jetzt ist so die Sache. Ich könnte den nochmal neu setzen, weil der ist ein bisschen sehr extrem weit draußen. Ich hoffe, das klappt. Okay, es geht gar nicht so rum. Das ist immer blöd. Warum das in die eine Richtung klappt, in die andere nicht? Wäre halt super, wenn er hier stehen könnte. Jawohl. Schon besser. Dann steht er nämlich nicht ganz so exponiert. Ja gut, die Eisenmine kriege ich halt nicht woanders hin. Und die kriege ich nicht höher. Was ist der Scheiß an der Scheiß-Sache? Jetzt würden die Kies bekommen. Das schon mal eine halbe Miete. Oder ich weiß, wie wir es. Ah, da muss ich. Doch, das machen wir. Wir machen es anders. Hier unten, obwohl da ist schon die Autobahn. Wenn ich die hier hinsetze, haben wir nicht so viel Spielraum. Ich dachte, ich kann die irgendwie so setzen. Und das Lager hierhin machen. Aber dann habe ich ja auch das Problem, dass ich von beiden Seiten gleich ran muss. Hier kann ich jetzt vom Lager hier ran. Und von hier nach da. Und je mehr Platz ich hier unten lasse, desto mehr Stadt kriegen wir hin. Da müssen wir nochmal mit dem Lager gucken. Nicht das wollte ich bauen. Das hier, genau. Und hier ist mit dem Ein- und Ausgang auch wieder blöd, weil da die Straße im Weg ist. Ich glaube, man könnte das durchaus so vorsehen, nicht wahr? Was für Miete? Ich glaube, da fehlt ein halber Satz, oder? Und ganze Miete?
Und jetzt kommt nämlich... Okay, die haben schon einen integrierten Straßenanschluss. Kann das sein? Das ist natürlich nicht schlecht. Es würde aber auch diesen Straßenübergang geben. Den würde ich schon ganz gerne haben. Die Straße geht ja nach da weg. Das heißt, an sich ist es egal. Aber hier brauche ich einen. Und die brauchen noch Wasseranschluss. Aber Wasser und Co. nicht, das ist easy. Das machen wir so rum. Ich werde es wahrscheinlich gleich nochmal abreißen. Wenn es erstmal gebaut ist. Weil mir dann was Besseres einfällt. Hier habe ich leider keine kleineren. Ah, und hier wird blöd mit der Straße. Okay, so würde es gehen. Dann würden die Kies und Dings bekommen. Du hast eben von halber Miete gesprochen. Ja. Du musst den Satz dazu sagen, sonst kann ich dir das nicht mehr beantworten. Ich vergesse, was ich sage, nachdem ich es gesagt habe. Und mach weiter im Kopf. Ich bin schon 1000 Themen weiter. Oder auch 10.000 Themen. Da drüben müssen wir ja auch ran. Stimmt, das habe ich vergessen. Das ist blödi, blödi, blödi. Wir müssten nämlich an zwei Stellen mit der Straße vorbei. Nämlich hier. Gut, das könnte hier. Das heißt, wir müssten eigentlich nochmal hier mit der Straße vorbei. Das heißt, das Lager. Das können wir auch wegmachen. Müsste mehr nach hier gehen. Das ist ein Scheißlager. Haben wir nicht ein besseres? Ja. Das ist zu klein. 1000 Tonnen. 1500. Das wäre vielleicht besser, aber das hat die Straße nach unten. Das heißt, das würde auch nur so gehen. Und so wären die Ausgänge auf der anderen Seite. Das ist auch nicht das, was wir wollen. Das hier ist das Standardding. Vielleicht ist das jetzt hilfreicher. Es hätte so den Eingang gebraucht, nicht? Um gut zu sein. Auch blöd. Das mit den Schienen. Was ist eigentlich am besten? Und das gespiegelt? Ich glaube, dann haben wir genug Abstand, oder? Das ist alles nicht so hübsch dadurch. Bräuchte ich eigentlich mehrere zu einem und gleichzeitig eins zu mehrere. Aber das gibt's nicht. Das ist schlecht. Das ist wirklich nicht gut. Doch, ein zu mehrere. Aber wäre halt gut, wenn der hinten den Ausgang hätte. Okay, aber erstmal grundsätzlich so. Das könnte man als Layout bauen. Wie kann man das jetzt schieben, dass es besser wird? Das sieht nicht geil aus. Die könnten wir drehen. Aber wir müssen auch aufpassen, nicht wegen den Straßen. Ich glaube, ich muss nochmal die Straßen mir so ein bisschen einzeichnen, damit ich sehe, wo die lang gehen würden. Oh! Da komme ich gar nicht durch. Der hat zwar zwei Straßenanschlüsse, aber anscheinend ist es keine Durchfahrt. Oh.
Das ist schlecht. Oha! Gamer Paddy 90 Cent, ich habe gescart. Ihr sollte arbeiten und Geld verdienen. Der Rubel muss rollen. So sieht's nämlich aus. Das sind die richtigen Motivationen, die wir brauchen. Hallo Gamer Paddy. Der Rubel muss rollen. Ah. Das Layout muss rollen. Ich mach mal so ein Stück Straße überall ran. Hier würden wir nur mit Ach und Krach durchkommen, ne? Wie könnten wir das jetzt umbauen? Wir könnten das Lager halt nach hier bauen. Das wäre schon hilfreich, glaube ich. Das so gefällt mir das 0,0. Das kann so nicht bleiben. Ich habe ja gesagt, wir müssen wahrscheinlich mehr als einmal umbauen. Ich setze nochmal die Fabrik nach hier hinten. Das Ding nochmal. Und das hier. Das hier können wir nicht abreißen. Wenn wir das mehr nach hier bringen... kriegen wir hier unten ein bisschen mehr Platz. Nicht so eng bauen. Ja, wir haben nur den Platz. Das ist das Problem. Den müssen wir optimal nutzen. Hat 7TV irgendwas mit dem KEKW-Mode gemacht? Keine Ahnung. Ich nutze Better Twitch TV und 7TV gar nicht. Ich fand das immer viel zu umständlich und nervig. Ich benutze schon nicht die Smileys, die überhaupt da sind. Da brauche ich nicht noch extra 30, 40 Smileys. Deswegen kann ich dir dazu leider nichts sagen. Ich kann dir höchstens sagen, dass dieses Layout scheiße aussieht. So, aber wenn wir die kippen nach hier, dann müssen wir trotzdem ja so rankommen. Das heißt, wir hätten hier Straßen. Okay, vielleicht ist das besser. Wir versuchen es mal. Aber so kann das nicht bleiben. Wenn wir sagen, okay, auf der Höhe können wir mit dem abgehen. Oh, dann müssen wir den Balk aber bis hierhin rüber kriegen. Das nervt mich halt. Naja, wir planen hier gerade. Das ist ja alles im Pausemodus. Weil wenn ich hier dran vorbei muss mit dem Scheiß, dann brauche ich mindestens wieder das hier. Ich brauche aber auch... Achso, gut, der Eingang wäre da. Das heißt, eigentlich brauche ich die zweimal hintereinander. Das geht dann wieder nicht, weil das zu eng ist, weil die zu groß sind. So. Okay, das heißt, wir können die ein bisschen weiter auseinandersetzen. Machen wir das mal lieber so. Wir bauen erst die Dinger. Und planen jetzt die anderen rein. Und zwar das hier. Aber andererseits, ich will ja auch, dass es gut erreichbar ist. Das heißt, die brauchen ja relativ viel Anfahrt, damit die Dings hinkommen kann. Die ganzen Fahrzeuge. Gut, aber wie viele Fahrzeuge holen Beton ab? Oh, und? Oh, und? Oh, und? Oh, aber ich glaube, das geht nicht. Kann ein Hubschrauber Beton abholen? Ich glaube, das geht nicht, oder?
Ich würde sagen, das klären wir in der nächsten Folge, weil das wäre auch noch wichtig. Bis gleich.